Ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Die GFA bietet stets einen Mehrwert. Besuchen Sie unsere Seiten unter gfa-forum.de und werden Sie aktiv. Abonnieren Sie diesen Podcast oder liken Sie uns. Ihr Max, Stimme der GFA. Ohne Computer geht nichts. Klar, digitales Arbeiten ist Pflicht für ein Startup. Nur wofür entscheiden? Laptop oder Desktop-PC? Platzsparend ist ein Laptop, der Laufwerk und Monitor in einem beherbergt. Geringes Gewicht und Handlichkeit garantieren, dass der Arbeitsplatz schnell mal verlegt werden kann, beispielsweise zu einem Kollegen ins Büro, ins Meeting oder zu einem Kunden. Zudem ist auch der Energieverbrauch bei einem Laptop deutlich geringer. Für den Desktop-PC spricht aber auch einiges. Die Möglichkeit, einen größeren Bildschirm anzuschließen, schont die Augen. Außerdem ist ein Aufrüsten wesentlich einfacher und es gibt von Hause aus meist mehr Steckplätze und Speicherplatz. Auch die Reinigung ist einfacher, da die Komponenten einfacher zugänglich sind. Wofür Sie sich letztlich entscheiden, hängt von Ihrer Vorliebe ab. Wichtig ist die Software. Ein gutes Office-Programm sollte installiert sein. Da viele Unternehmen mit Outlook kommunizieren, bietet sich Microsoft an. Aber auch die kostenlosen Office-Programme sind empfehlenswert. Gerade bei einem jungen Unternehmen, das erst Geld investiert hat, machen sich Programme wie OpenOffice oder LibreOffice gut. Der Unterschied zu Microsoft ist nicht so groß, dass sie sich nicht in ein paar Tagen eingearbeitet hätten. Die digitale Ablage. Und da sind wir schon im Computer. Viele Akten werden heute digital gelagert. Damit Sie Ihre Dateien weiterfinden, hier einige Tipps. Richten Sie eine übersichtliche Ablagestruktur ein. Denken Sie daran, dass Akten schnell aufgerufen werden können müssen und dass nicht nur Sie, sondern auch Ihre Kollegen darauf zugreifen. Darum wählen Sie Namen, die jeder zuordnen kann. Vergeben Sie nicht nur das jeweilige Datum, denn wer kann schon nachvollziehen, was an welchem Tag geschehen ist? Gut geeignet ist eine Struktur nach dem Muster: Buchführung, Personal, Kunden. Diese Ordner lassen sich dann jeweils weiter untergliedern in beispielsweise Kunde 1, Kunde 2. Am besten lassen Sie die Dateien in den Ordnern und erstellen einen Ordner auf dem Desktop mit den Dateien, die aktuell zu bearbeiten sind. So vermeiden Sie einen vollen Desktop mit einer Menge an Verknüpfungen und behalten den Überblick. Jeden Monat wieder. Ein kleines Startup hat vielleicht noch das Glück, sich nicht mit der doppelten Buchführung befassen zu müssen und kann sich mit Excel behelfen. Gerade jetzt ist es aber sehr wichtig, den Überblick zu bewahren. Kredite müssen abbezahlt werden, Stammdaten angelegt und Gehälter gezahlt werden. Aber ob Einnahmen, Überschussrechnung oder doppelte Buchführung, das Finanzamt will Belege sehen. Ein gutes Programm erleichtert hier vieles. Während große Unternehmen oft SAP bevorzugen, wofür aber einige Schulungen notwendig sind, können Sie sich mit Programmen wie Datev oder Lexware helfen. Hier bekommen Sie Hilfe bei der täglichen Erfassung der Umsätze sowie den monatlichen und auch jährlichen Abschlüssen. Nutzen Sie Content Marketing. Outlook und andere E-Mail-Programme bieten Ihnen die Gelegenheit, Mails regelmäßig automatisch zu versenden. Newsletter und Werbemails sind für ein junges Unternehmen ein wichtiges Instrument, um auf sich aufmerksam zu machen und Kunden an Land zu ziehen. Je nach Ihrer Ausrichtung kann das eine zusätzliche Werbemaßnahme zu Flyern und Plakaten sein oder in Zeiten der Digitalisierung Kosten, Zeit und Geld sparen helfen. Laut der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V., GFA e.V., haben Startups und Beginner durch Online-Marketing bessere Chancen, Kunden für sich zu gewinnen. Auch die suchmaschinenoptimierte Suche ist wichtig, um bei Google und anderen Suchmaschinen gefunden zu werden. Wenn Sie dazu Unterstützung benötigen, schließlich ist das ein komplexes Feld, kann Ihnen eine Mitgliedschaft in der GFA e.V. weiterhelfen. Mit Schulungen und dem Knüpfen von Netzwerken bekommen Sie weitergehenden Input für Ihr aufstrebendes Unternehmen. Auch hier ist ein ausgeklügelter Zeitplan wichtig, damit Sie das Heft in der Hand behalten und nicht der Zeitdruck. Stärken Sie Ihre mentale Arbeitskraft. Vernachlässigen Sie nicht den Einfluss der Gestaltung Ihrer Umgebung auf das Resultat der Arbeit. Sie sollte praktisch gestaltet sein, aber auch der kurzen Erholung am Arbeitsplatz dienen können. Mit Farben erreichen Sie viel. Gestalten Sie am besten alles einheitlich in Ihrer Lieblingsfarbe. Gut eignen sich Blau und Grün, da sie als beruhigend und stärkend gelten. Ein oder zwei Pflanzen, die nicht zu viel Platz wegnehmen, tragen zur Luftverbesserung und Erholung des Auges bei. Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. kann Ihnen gute Tipps dazu geben in den regelmäßigen erscheinenden Zeitschriften und Jahrbüchern. Hoffentlich haben Sie einen ersten Eindruck davon erhalten, wie wichtig es für ein junges Unternehmen ist, die Organisation im Blick zu behalten.
Gerade jetzt sollte alles möglichst glatt laufen, damit dann in unvorhergesehenen Situationen der Überblick da ist. Dann kann Ihr Stern nur heller werden. So viel für heute. Liken Sie uns oder abonnieren Sie diesen Podcast und folgen Sie uns in den Social Media. Sie wissen ja, die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. bietet stets einen Mehrwert. Bis zum nächsten Mal. Ihr Max, Stimme der GFA.